Oh, Alter, eine Nachricht von den TBT-Jungs. Was ist das? Wind-up. Yu-Gi-Oh! Ist doch tot. Dann schauen wir uns das trotzdem mal an. Mal schauen. So. Okay. Was ist das, Alter? Tod. Alter, ernst verrückt. Direkt weg damit. Aber irgendwie habe ich jetzt Bock, die Jungs mal zu besuchen wieder. Mal schauen, was so abgeht. Ich glaube, ich schaue morgen mal vorbei. Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Wir sind hier vor dem Fontaine mit München. Da haben wir früher immer unsere Jugend verbracht, die alten Yu-Gi-Oh! Videos. Heute hier. Mal abhängen mit den Jungs, einmal noch vor dem neuen Jahr und natürlich ein paar Geschäfte erledigen. Ihr wisst, hier ist Business. Ich nehme euch heute mit, mal schauen, wie viel Pokémon heute dabei ist. Aber trotzdem werden wir eine Menge Spaß haben. Bin ich der Erste oder was? Yo! Alter, oh mein Gott! Was passiert hier? Servus, Jungs! Was geht ab? Wo war das? Servus, Jungs! Danke, wie geht's dir? Danke, gut, geht's euch? Der ist so tot, Mann. Was war das? Bitte, come back. Der griechische Gott, Alter. Was geht ab, Mann? Es geht ab, Mann. Was? 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 Du bist doch hier so herangekommen. Ja, gehen wir heute. Ich geh nur mit dir. Gehen wir heute Grunts? Ich cheate. Ja, das ist richtig, Mugabe. Ich cheate, Mann. Du hast immer noch meine Höhlen. Du klaust Sojasauce. Was? Klaut mir. Warte, was für Höhlen? Die goldenen. Okay, also, ihr müsst verstehen, Barisch ist nach Dimi, nee, er ist sogar vor Dimi, er ist der größte Labersack. Nein. Dimi ist kein Labersack, Barisch Enterlabersack. Ein Mann, ein Wort. Oh mein Gott, was geht hier ab, Mann? Er weiß es nicht, er macht endlich viele Fehler, er denkt, es ist alles normal. Wer? Ja, er hat keine Moral, Mann. Falsche Moral. So ein Scheiß. Er denkt auch, Spoofen und Cheaten ist korrekt. Komm, hierher. Du spielst, glaube ich, auch dem Jungen. Also an alle, die glauben, dass ich cheate, gell? Alles Faker, alles Neider, alles Hater, Mann. Alles Hater. Alles Neider, ja, so sieht's aus. So ich bin einfach krass. Ich bin einfach krass. Hong ist auch krass, ja. Allein wie du redest. Hong ist auch krass. Allein, dass sie diese Wette gemacht haben, 8 und 10 Millionen, das ist schon echt verrückt. Wir sind echt zu krass. Jetzt geht ja die Schleimer-Taktik. Die haben nicht mal gesamt so viel. Aber echt. Gell, ich habe mehr in 10 Tagen gemacht als du in einem Jahr. In 5 Tagen mehr als du in einem Jahr, Mann. Was kannst du eigentlich? Ja? Außer saufen und Haram machen. Ja, Haram. Ich hoffe, dass ich mal so ein Auto auch macht. Hast du mich mal saufen gesehen? Ja, hab ich. Ja, hab ich. Der schlimmste Albtraum. Ich bin irgendwo im McDonald's. Ich weiß nicht mehr, wo, was ist. Ich weiß nicht, aber wie ich mich nie bestellt habe. Er war tot. Auf die, wie ich grinst. Was ist für ein Albtraum? Er war tot im McDonald's. So. Ja, Mann. Ja. Das Bild ist noch in der Gruppe. Da sehe ich seinen jüdischen Freund raus, gell? Ich sehe, wie geht's und so. Er sagt, Alter, gut, Barisch ist da drin. Ich seh Barisch so auf dem Tisch. Ja, von draußen hat man ihn gesehen. Ich geh so hin und mach so Selfie mit ihm, wie so da. Ja, Mann, das ist auch in der Gruppe. Oh mein Gott. Hey, das kommt schon. Alter, was geht ab, Leute? TBT am Start hier. Gladiator. TBT hier. Ich würde also, Zombie Swan spielen. Wir sind hier. Ja. MFT. Und. Fontaine mit München. Mein bester Sponsor überhaupt. So, yes. Ja, ist immer noch Sponsor? Nein. Ciao, servus. So. Warum haben wir uns heute hier versammelt? Warte, Eju! Warum hat das alles?
Also, wenn ich kann, dann ja. Weil ich ein paar Videos drehen wollte für den richtigen Channel. TBT-Channel! TBT-Channel! So, warum sind wir hier? Weil neue Combo für Wind-Up. Dimi, ganz ehrlich, Wind-Up-Combo-Discussion. Ja, Wind-Up-Combo-Discussion, so. Also, die Combo geht wieder. Der 5er-Loop, halt, dass der Gegner eine Handkarte anfängt. Was sagst du dazu? Ich bin bekannt als der beste Wind-Up-Spieler. Ja. Combo ist scheiße. Combo ist scheiße? Ja. Yeah. Wieso ist Combo scheiße? Das ist gar kein Wind-Up-Deck, das ist so ein verrücktes Combo-Deck. Ja, aber es ist krass. Ich hab gesehen, ein Wailer, eine Handtrap und die Combo ist tot. Du brauchst nur ein Ding, Mann. Honga zum Spiel mit Alex auf die wussten. Was denn? Die wussten ja, dass ich Dragon Ball spiele. Ja, klar. Ja. Ich bin ja, du bist nicht da. Barisch, warum bist du nicht da? Barisch. Was, schau ich mich an? Super. Super schau ich nicht. Super! Schaust du Dragon Ball Super? Ja, was willst du denn mit dem Spiel? Es kommt ans Licht, Barisch! Wer? Echt jetzt? Ja. Ich dachte, alles Klassiker. Ja, schau doch. Kennst du diese Charaktere hier? Und was mir ein bisschen taugt, die Ernsthaftigkeit ist ein bisschen weg. Es ist halt mehr alles so Spaß. Schau, bevor ich jemals mit Yu-Gi-Oh! Wieder anfange, einen Channel, ja? Mach ich lieber einen Anime-Channel. Du! Wir! Du! Wir! Auf geht's, mach wir! DBT, komm weg! Dimi, komm her! DBT, komm weg, Alter! Wir machen Anime-Channel! Wir können alles machen, Alter! Wir sind die Besten! Wir grasieren alles, Alter! Machen wir Lifestyle-Channel! Kick mir diese Bibi weg, die da oben ist! Alle, alles! Was ist los mit dem Jungen? Wir sind gerade das gekommen. Entschuldigung, Grafik hat uns endvermisst, ich spiele. Ja, er hat es gehört, man. DBT, komm weg. Er hat uns endvermisst. Ey, ganz ehrlich, DBT war so eine geile Zeit. Es was haben wir früher immer gemacht? Das war aber echt geil. Oh mein Gott, warte. Nur von Trampers und gar nichts. Einmal, Trampers ist tot. Was haben wir früher immer gemacht? Was haben wir früher immer gemacht? Openings. Openings, ja? Ja, Crack oder so, ja. Nichts mehr, yeah. Dread Brothers echt schlecht, Mann. Ja. Ich bin der Einzige. Deabonniert Dread Brothers echt scheiße, Alter. Ich bin extra wegen euch gekommen. Ganz ehrlich. Wir drehen noch ein Video. Ganz ehrlich, ich hatte Hoffnung, gell? Ich hatte Hoffnung. Weil dieses Cashflow, was ihr hattet, ist ein geiles Format und ein geiler Name. Ja, wir hatten auch gesagt, das machen. Ja, aber ihr seid scheiße. Es kann mir mal nichts mehr. Weißt du, du hast noch so Potenzial, du hättest Cyberstein und so zeigen können. Gell? Richtig krasser. Der krasseste Trader, den ich kenne. In Deutschland. Bist du Dimi? Cardwert mindestens 100k oder so. Also, merkt euch. Merkt euch. Wenn ihr jemanden mindestens 30. Film auf mich. Merkt euch. Wenn ihr den seht, raubt ihn aus. Raubt ihn einfach aus und sauft weg. Es lohnt sich. Es lohnt sich echt. Es lohnt sich total. Jemand mindestens 30.000 plus. Es lohnt sich echt. Wenn ihr den seht, raubt ihn aus. 30.000 Euro. Er ist dabei. 2.000 mit. Er nimmt 2.000, ihr habt's gehört, das ist immer noch gut. Digga, Honga hat auch 2.000 dabei. Top. Hä? So. Wir haben hier eine kleine Box. Aber top mit first. Von Get Digital. Wer ist wenigstens? 4 Monat, eine Box. Spanisch. Schauen wir mal. Du bist nicht Spanisch. Du stehst auf Star Wars drüber. Nein. Aber steht aber das gleich auf das Spanisch drauf. Diesen Monat ist Star Wars ein sehr beliebtes Thema wegen dem neuen Film. Also mich würde es nicht wundern, wenn da auch was drin ist. Auf jeden Fall, nächsten Monat ist Gaming dran. Das ist interessant. Hoffentlich kriegen wir die Box. Wir könnten auch bis heute, also bis zum letzten des Monats, ich lade es wahrscheinlich am Sonntag hoch, die bestellen für nächsten Monat. Bestellt euch die, sind genau. Echt krass, die Boxen. Aber jetzt checken wir erstmal die von diesem Monat ab, Dezember. Hast du reingeschaut, oder? Noch nicht, ne? Okay, ich mach dann auch, ja? Oh mein Gott, ich war nicht geschnitten, Mann, echt unvorbereitet. Oh mein Gott, du bist ja Prentice. Anderen Ordner. Da hier ist der Special Guest, Kerrigan von den Dread Brothers. Was geht ab? Jungs, Dread Brothers lösen sich langsam auf. Der ist nicht da, Mert ist nicht da. Hallo, Mora ist es nicht von. Er hat auch drauf gehört, er hat alles verkauft. Nein, er spielt noch. Was fragst du mich über Harry Potter, Mann? Ja, das ist doch. Neues Spiel, Mann, der Harry Potter Go, Alter. Ist es schon raus, Harry Potter? Nein, nicht so. Also, Weihnachts. Beruhigt euch! Nicht so schnell! Eins nach dem anderen! Okay, fang an! Also, Geschenkpapier. Von Merry Christmas drauf spielt. Ist leider zu spät. Ich glaub schon, hey, oder? Get it. Ja. Get it. Mach mal auf! Okay. Noch die Ultra. Oh mein Gott, ganz ehrlich, sorry. Nein, alles. Das ist richtig geil. Was ist das? Hallo, Mora. Das ist ein Zauberspruch. Oh mein Gott, hallo Mora! Erkennt's, erkennt's. Jetzt wäre ich nicht wahr. Was ist das für ein Zauberspruch? Das ist der Zauberspruch, wo du eine Tür öffnest. Das ist echt so, wo du Schluss öffnest. Das ist doch so. Ja. Das hat Hermine Ron reingebracht. Ja. Oh ja, er macht's halt auch. Kinofilm 1. Oh mein Gott, den habe ich vor kurzem erst gesehen. Hast du das? Hast du das? Ja. Oh mein Gott, Ed's geil.
Das ist echt geil. Also, grüßt euch, Jungs. Also, einer nach dem anderen. Ich hab das ja. Also, Geschenkpapier ist das, oder? Okay. Ja. Anscheinend. Also. Leider ein wenig zu spät. Ich wollte gerade sagen. Ja. Aber für nächstes Jahr haben wir tolles Geschenkpapier. Oh mein Gott. Vielleicht verlosen wir Kochschürze für Dimi. TPT Trappers, Geschenk? Oh mein Gott, Kochschürze. Kommt rein. Dark Side, we have Cookies. Oh mein Gott, das Teil ist jetzt geil, Mann. Alter, verwerf mit Dimi. Ich will nicht mein Ernst. Sag ich was für Tati, Mann. Was für Dimi. Ich sag für Tati, Mann. Nein, Mann. Tati ist auch ein Schwarm. Ich auch. Hä? Mit jeder Stand. Aber du bist kein Koch. Zeig das Motiv nochmal. Das Einzige, was du kochst, ist Alkohol. Koch gehört zu meinen Sorgschützen. Okay. Das ist echt geil. Okay, mal weiter. Was machen wir später? Machen wir das zum Schluss. Highlight. Sponsor oder was? Alter, was für dich, Alex? Oh. Was? Wollt ihr jetzt zu Harry Potter Go anfängst? Ganz ehrlich. Okay, der Drake Brother kann jetzt aufstehen und gehen. Du gehst rein, meinst du, oder nicht? Energy, Mann. Warte, hast du es? Okay, hast du einen Cookie? Was schäm dich nicht, isst du. Ja. Ist einfach, Bruder. Wir haben Weihnachten. Ja. Weihnachten vorbei. Also, was das ist? Ja, jetzt tut er so, als ob er den Cookie nicht rausziehen will. Nimm den Cookie raus. Eine Postkarte. Yeah. Oh mein Gott, da gibt's mir nicht der. Eine Postkarte. Den können wir schon teilen. Ich weihnachtlich war. That's good. Die mich interessieren nur die Shirts. Das ist echt so. Also, wieder also, meine Größe. Also, das passt badisch mehr. 5XL. Also, wie predicted von Hong? Was mit Star Wars? Was mit Harry Potter? Ich hab dir doch Pläne alles geschickt. Ein Cookie? Ich hab noch gar nicht angefangen. Lava. Ich hab jetzt ein Cookie. Ich teil den, Mann. Wir teilen den Brüderlich. Wir sind 5 Leute. Wegen Stress kann man sogar nicht abnehmen. Oh, ein, wie heißt das, Mann? Ein Pin? Ein Button. Ein Button, hab ich doch gesagt. Mitarbeiter haben gekündigt. Was ist da drauf? Ich musste immer einspringen. Nachtdienst musste ich machen, Mann. Er ist einfach nach Hause gegangen. Er ist mitten nachts nach Hause gegangen. Mein Gott. Ja. Er hat nichts gesagt. Er ist um 10 Uhr gekommen. Nein, danke. Er so, ich mach das nicht. Das ist mir alles zu so gut. Ich muss reinkommen. Ja, ich teste den Cookie, wartet mal. Ja, ich musste reinkommen. Ich hab in der Früh gearbeitet und musste nachts nochmal rein. Ja, ich bin gut. Gib mir auch ein Stück. Und nimm ein Stück. Aber jetzt, zur Zeit. Schäm dich nicht. Bruder, nimm einfach alles. Ja. Alles gut. Seit 3 Wochen. Lass mich doch mal sagen, Personalmangel und so, wie macht ihr das? Personal passt alles. Jetzt passt alles momentan. Ich arbeite sogar gerade eine vom Restaurant ein, damit sie mal einspielen. Was war das für ein Cookie? Keine Ahnung. Irgendwas mit Energie oder nicht? Ja. Ernährungsberater? Okay, erstmal, es ist sehr hochkalorisch. Das ist schon mal nichts für Alex, mich und Dimi, muss ich ehrlich sagen. Ich bin eigentlich auf Diät. Das ist pures Gift heute. Ich hab so lange keinen Keks gegessen. Nur für Get Digital hat er jetzt den Keks gegessen. Seine Diät gebrochen. Ich mag den geil. Ich finde den geil. Ich weiß da gleich nochmal ab. Schau mal, komm her. Da ist Koriander drin und Beifuß. Was für ein Ding? Beifuß? Das ist echt Beifuß. Swing of Destruction. Nein, schau mal, jetzt mal die Zahl. Keine Ahnung. Schreibt in die Kommentare, was das ist. Muskat, Basilikum, Weißwurst, Koriander. Warte, okay. Dann hier ganz unten mal noch was, ne? Was schmeckt so würzig? So. Den hat man immer gespielt. Ich hab nicht gecheckt, warum der so einschlägt. Bruder, ich tausche den gerade. Sag doch, das war der. Ich hab eine Broschüre von Get Digital. Ich lade uns CT2. Ich hab auch bei mir. Was sieht man hier? Ja, also die Sachen, die gerade drin waren. Schlüsselbrett von Harry Potter. Aus Deutschland. Das Magazin, das T-Shirt und so weiter und so fort. Was ist der dreiköpfige? Hier steht dreiköpfige Affe. Von Monkey Island. Kennst du Monkey Island? Nein. Ich auch nicht. So, eine Maschine, schaut bei dir vorbei. Jungs, hier werden harte Deals. Trap Brother und der alte Kollege vom Team. Der alte neue Rudi. Ja, so in etwa. Schau es bei denen vorbei, die haben coole Sachen im Angebot. GetDigital.de. So, was ist hier? Ist das ein Blog? Oder machen wir erstmal draußen. Ah, nein. Ein Kalender wahrscheinlich. Ein Kalender für 2018. Ja, ja. Hier steht Nerd-Kalender. Ich sehe hier vorne erstmal schon ein paar Magic-Karten. Magic, passt perfekt hier, ja. Passt. Wir sind gerade im Containment. Kartenshop. Ist der Januar. Ah. Okay, damit ihr die anderen Sachen seht, müsst ihr leider kaufen. Das ist keine Bibliothek. Also du musst ein bisschen zeigen, Spannung. Also hier ist echt von allem etwas. Ich sehe hier gerade wieder Star Wars, ich sehe einen Todesstern. Das ist ein Comic. Das ist ein Comic. Keine Ahnung. Also echt von allem etwas.
Hier Magic, das kann ich kurz zeigen. Sieht nicht schlecht aus. Karten sind die Dinge, die Tage, echt geil. Nice gemacht. Ist echt nicht schlecht, ja? Ja. Kalender. Den werde ich jetzt benutzen für das neue Jahr. Also der Kalender ist echt nicht schlecht. Eine Sache sehe ich da noch. Ja, eine Zeitschrift von dir. Eine Zeitschrift, okay. Retro Gamer. Kennst du die Zeitschrift? Ich kenne sie. Demnächst vielleicht ein Gaming Channel. Auf jeden Fall 2018. Mehr Anime streamen. Channel. Und Anime Channel. Und Anime Channel anscheinend. Und TVT Comeback. Und TVT Comeback, ja. Auf jeden Fall Zeitschriften immer cool. Zeitvertreib, Gaming, gutes Thema. Wie gesagt, nächsten Monat das Thema der Box, Gaming. Hoffentlich kriegen wir die. Aber das war's von der Box. Nochmal danke an Get Digital. Und schauen wir mal, was hier sonst noch so abgeht. Krasse Box. Oida, Pokémon. Wir müssen mal mehr Themen machen. So, das war's von uns, vom Funtainment, von der Box. War lustig, war so wie früher. Früher lief es immer so ab, richtig chaotisch. Und ab und zu sind eben dann auch ein paar Videos entstanden auf dem alten Kanal. Aber die Zeiten sind vorbei. TBT und Yu-Gi-Oh! Sind beide tot. Ab und zu, ich habe in letzter Zeit das Gefühl gehabt, die alten Zeiten mal wieder aufleben zu lassen. Hab da ein paar Sachen vermisst, aber jetzt so im Nachhinein, nach heute, reicht das auch schon wieder. Man muss einen Schritt weitergehen und ab und zu mal vorbeischauen. Mit den Jungs wieder Spaß haben ist okay, aber jetzt so täglich oder wieder den Kanal aufleben zu lassen, den alten, daraus wird auf jeden Fall nichts mehr. Aber ich will trotzdem noch irgendwas, ihr habt es gehört, Anime oder Gaming oder irgendwas noch, ein bisschen ausbauen. 2018, mal schauen, das neue Jahr beginnt. Mal schauen, was wir da so machen werden. Aber das war's von mir. Ich wünsche euch ein schönes neues Jahr, einen guten Rutsch. Wir sehen uns morgen dann im neuen Jahr. Danke fürs Vorbeischauen. Danke für das geile Jahr. Ihr seid echt die Besten. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business. Und Yu-Gi-Oh! War mal serious business.